hin und wieder geißlich mich und geh hart mit mir ins Gericht und befrag mich hochnotpeinlich, ob ich glaube oder nicht. Nur ein bisschen Folter und schon erpress ich mir den Beweis, dass ich erstens gar nichts glaube und zweitens gar nichts weiß. Ich glaub nur, dass wenn es ihn tatsächlich geben sollte, er, was hier in seinem Namen abgeht, gar nicht wollte. Erstmal glaub ich, dass die Weihwasserbeckenfrösche ihn stören und die viel zu großen Häuser, die angeblich ihm gehören. Glaubt ihr denn, er ist auf Lakaien und Grundbesitzerpflicht? Ja, Sager und Immobilien, ich glaube nicht. Ich glaub nicht, wenn es ihn wirklich gibt, dass er es überaus liebt, dass sich jemand hartnäckig als sein Stellvertreter ausgibt und sich für unfehlbar hält. Ich glaub nicht, dass es ihm gefällt, dass man ihm krause Ansichten als sein Wille unterstellt. Ich verwette mein Gesäß, Brimborium und Geplänkel, Mummenschanz und Rumgeprotze gehen ihm auf den Senkel. Dieses Ringeküssen, diese selbstgefälligen Frömmigkeiten, dies in seinem Namen Eselein und Torheiten verbreiten. Glaubt ihr, dass er will, dass irgendwer an seiner Stelle spricht? Irgend so ein kleines Licht, ich glaube nicht. Ich glaub nicht, dass er in seiner Weisheit, seinem ewigen Rat, so was Abartiges ausgeheckt hat wie den Zölibat. Denn sonst hätte er sich zum Erhalt was anderes ausgedacht und uns nicht so fabelhafte Vorrichtungen angebracht. Welch ein Frevel daran rumzupfuschen, zu beschneiden, zu verstümmeln, statt sich dran zu erfreuen, dran zu leiden. Und wenn Pillermann und Muschi nicht in den Masterplan passen, glaubt ihr nicht, er hätte sie schlicht und einfach weggelassen? Glaubst du, Mensch, armseliger Stümper, du überheblicher Wicht, dass du daran rumschnippeln darfst, ich glaube nicht. Ich glaub nicht, dass ihm der Höllenlärm etwas bedeutet, wenn man in die göttliche Ruhe hinein die Glocken läutet. Ich bin sicher, dass er es als schlimme Lästerung betrachtet, wenn man, um ihn zu bestechen, kleine Lämmerchen abschlachtet. Und er muss sich sofort übergeben, denkt er nur ans Schächten oder an die schleimigen Heuchler, an diese gottlosen Schlechten, die scheinheilig die Kinderlein zu sich kommen lassen und ihnen in die Hose fassen. Ich glaub nicht, dass er in euren pompösen Palästen thront. Ich glaub eher, dass er beim geringsten meiner Brüder wohnt. Eher bei den Junkies, bei den Träbern im Park als in Rom. Eher in den Slums, den Schlachthöfen, den Ghettos als im Dom. Im Parterre bei Oma Kraus, in der Aldi-Filiale. Eher auf dem Straßenstrich als in der Kathedrale, wo schiefköpfige Hände knetende Schuldgefühle schüren, eitel selbstgerecht, als würden sie ihn an der Leine führen. Eher als in eurer düstren, modrig, lustfeindlichen Gruft sitzt er unter freiem Himmel in der lauen, klaren Luft, neben mir auf der Bank vor der Gartenlaube, bei einer Flasche Deidesheimer Herrgottsacker. Ja, ich glaube, ja, ich glaube.